der Datenaustausch im Güterwagensektor, Datenaustausch zwischen Wagenhalter, EMC und Werkstätten sowie neue Ansätze im Einzelwagenverkehr waren wichtige Themen des 10. Symposiums des Verbands der Güterwagenhalter in Deutschland VPI Mitte Januar 2020 in Hamburg. Schwerpunkt der Vorträge und Debatten vor über 300 Teilnehmern war jedoch die Einführung der digitalen automatischen Kupplung, kurz DAK. Wir wollen nicht nur unsere Halter motivieren, das Thema proaktiv zu begleiten. Wir glauben, dass der ganze Sektor sich verändern muss, dass wir mehr Effizienz in den Schienengüterverkehr reinbekommen. Und dies kriegen wir nicht mit Technik aus dem 19. Jahrhundert. Technik aus dem 19. Jahrhundert, das ist die umständliche Art, Güterwagen, aber auch Lokomotiven des Personenverkehrs mit Personenwagen zu koppeln. In Nord- und Südamerika, aber auch in Russland sind automatische Zentralkupplungen Standard, nicht aber im normalspurigen Europa. Bei jedem Wagen muss einzeln ein Kuppeleisen in einen Kuppelhaken eingehängt werden. Sind die Spindeln der Schraubenkupplung zu bedienen, dann sind noch Bremsschläuche zu verbinden und die dazugehörigen Lufthähne aufzudrehen. Das braucht viel Zeit und Personal. Die Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, sind steigende Transportmengen, Einhaltung der Klimaziele und das alles vor dem Hintergrund einer erheblichen Problematik in der Demografie, in dem Fachkräftemangel. Und wenn der Schienengüterverkehr das leisten soll, was er leisten muss, müssen wir dringend an Automatisierung und Effizienz arbeiten. Und dies geht aus unserer Sicht nur über die digitale automatische Kupplung, die der Enabler für diese ganzen angesprochenen Prozesse sein wird. Die Lösung, da ist sich der VPI mit seinen Mitgliedsverbänden und Partnerinstitutionen einig, ist die Umrüstung von etwa 450.000 Güterwagen in ganz Europa mit der neuen Kupplungstechnologie. Zusätzlich sollten ca. 17.000 Triebfahrzeuge mit DAK-Hybridkupplungen ausgerüstet werden. Derzeit gibt es vier funktionierende ähnliche Neuentwicklungen von CAF, die DAK Typ 4 SA3, von Dellner und Voith, die DK bzw. DAK Typ 4 Scharfenberg und von Wabtec, die DAK Typ 4 Schwab. Deren Funktion ist ähnlich, doch sie sind nicht untereinander kompatibel. Deshalb wird in 2020 ein sogenannter Demonstratorzug in verschiedene Regionen Europas in den Praxiseinsatz geschickt, um zu prüfen, welches der möglichen Systeme die größten Vorteile hat. Nach einer ausführlichen Auswertung der Ergebnisse soll dann in 2021 die Einigung auf einen einzigen Typ stattfinden, der in einer allgemeingültigen TSI-Verordnung definiert und zur Zulassung geführt wird. In der vom VPI sowie Allianz pro Schiene, NEE, VDB, VDV und UIP verabschiedeten Charta zur DAK heißt es unter anderem: Eine Herkulesaufgabe verbunden mit hohen Investitionen. Kosten in Höhe von 6 bis 10 Milliarden Euro rollen auf den Sektor zu. Für die Ausrüstung der Wagen und Lokomotiven mit neuen Kupplungssystemen und Automatisierungskomponenten sowie für Strom- und Datenleitungen. Die Politik muss für finanzielle Entlastung sorgen auf nationaler und europäischer Ebene. Förderinstrumente, die First Mover im Sektor belohnen, können für Tempo bei der flächendeckenden Einführung der DAK sorgen. Da ist es eine offene Industrieplattform, um ihnen die Chance zu ermöglichen, an diesen Standardsetzungen mitzuarbeiten. Und wir haben verschiedene Wagenhalter EVU drin, die sich auch diesem Thema verschrieben haben. Wir haben in der nächsten Woche wieder einen Zweitagesworkshop mit diesen Firmen und werden insbesondere zum Thema Testkonzept sprechen. Also das heißt, es ist ein Testkonzept entwickelt worden, wo wir voraussichtlich ab Frühjahr, Sommer diesen Jahres diese vier verschiedenen DAK-Typen erproben werden. Und dann wird irgendwann innerhalb der nächsten 12 Monate ein DAK-Standard ausgewählt werden. Stefan Hagenlocher vom Beratungsunternehmen HWH hatte in einer Studie für das BMVI umfangreiche Vorarbeit geleistet und managt darüber hinaus den TIS. Der VPI unterstützt den Sektor, diese Pläne umzusetzen. Das Spannende ist, dass die geplante Zentralkupplung zugleich auch Leitungen für Daten- und Stromversorgung enthalten soll. Damit lassen sich automatisierte Bremsproben durchführen. Das hilft bei der Einführung des EDCS-Streckensicherungssystems. Kostenintensive Technik am Gleis wie Achszähler und Gleisfreimeldeanlagen werden überflüssig.
Datenkommunikation im gesamten Zug unterstützt eine zustandsorientierte Instandhaltung, automatisierte Zugbildung und Bremsproben, ebenso wie die Einbindung in digitalisierte Logistikketten. Durchgehend gekoppelte Stromleitungen erlauben den Einsatz elektropneumatischer Bremstechnik und machen den Weg frei für schnellere und längere Güterzüge. Welche Stromversorgung ist dazu nötig? Im Maximalfall, wenn etwa auch Kühlcontainer mit Energie gespeist werden sollten, kann eine Batterie durchaus um die 4 Tonnen wiegen. Deshalb wird keine Batteriespeisung geplant, sondern eine weniger gewichtsintensive Variante durch eine durchgehende Leitung. Gedacht ist an eine Spannung von 110 Volt und eine Energieversorgung von 40 bis 50 Watt pro Wagen. Es gibt ja viele Initiativen, eine Funkkommunikation im Zug aufzubauen, und das halte ich auch für vollkommen wichtig. Aber es wird, wenn wir schon sowieso eine Stromleitung im Zug haben, dann kann ich die auch gleich nutzen, um Daten zu übertragen. Entweder, und das sind eben die zwei Möglichkeiten, die wir da dargestellt haben, über einen Anbus, wie er auch in der Automotive-Industrie verwendet wird, oder eben über Powerline. Powerline wäre die Datenübertragung über das Stromkabel, hat einen sehr großen Charme, dass ich keinen zusätzlichen Stecker in der Kupplung bräuchte für die Datenleitung. Wir brauchen sicherlich Förderprogramme. Dies formulieren wir auch ganz klar in der DAK-Charta, in der Charta zur digitalen automatischen Kupplung, die wir mit den maßgeblichen Eisenbahnverbänden jetzt geschrieben und formuliert haben. Wir glauben, dass es nicht ohne Förderung geht. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass die Unternehmen selber auch ihren Teil dazu leisten werden. Nur da müssen wir natürlich jetzt noch in die Diskussion rein und gucken, wie das am effizientesten und am sinnvollsten zu finanzieren ist. Aber es ist auch klar, der Finanzierungsaufwand ist erheblich, aber wir müssen aus meiner Sicht ran an das Thema, weil sonst der Schienengüterverkehr nicht in der Lage sein wird, das zu leisten, was man von ihm erwartet. Auch die anderen Vortragenden und die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion waren sich einig. Die DAK muss kommen, deshalb ist es wichtig, den aufgestellten Zeitplan möglichst stringent abzuarbeiten. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt hier diese Initiative, diesen Druck, den wir jetzt hier starten, dass der weitergetragen wird und dazu führt, dass wir diesen ehrgeizigen Zeitplan, gebe ich Ihnen recht, der ist sehr, sehr ambitioniert, dass wir uns zumindest daran orientieren und dass wir das formulierte Ziel in unserer Charta 2030, alles kuppelt automatisch, dass wir das erreichen.